Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen auf unserem Gamlinghof bei Stardew Valley. Das Fernsehprogramm gibt nichts her, aber deswegen sind wir auch nicht hier, denn wir sind Farmer. Und das heißt, wir haben genug Hofarbeit zu tun. Soweit zumindest die Theorie. Wir müssen mal rausgucken und schauen, was denn wirklich zu tun ist. Jede Menge Blumenkohl. Das finde ich ja mal richtig fein. Oh, das Ärgerliche ist nur, wir können heute gar keine Saat kaufen, weil das Blumenfest ist. Verdammt! Das heißt, entweder müssen wir ganz viele Blumenkohlköpfe verwursten. Also wir meinen, daraus neue Saat machen. Was ich aber ein bisschen zwiegespalten sehe, da wir ja beim letzten Mal schon geguckt haben und es sich nicht unbedingt rechnet. Deswegen weiß ich gerade nicht. So, hier können wir schon mal gießen. Macht, wenn man ehrlich ist, keinen Sinn. Ein Lauch. Warte mal, mit dem Lauch könnten wir möglicherweise genug Material haben, um wieder ein bisschen Mischsaat zu machen, dass wir zumindest ein paar Felder in Benutzung haben. Dazu müssen wir einmal kurz schauen, ob wir den Rest da haben. Falsch. Falsch. Richtig. Jo, haben wir. Sehr schön. Gut, dann ist zumindest nicht alles für die Katze, sondern nur ein bisschen, ne? So. Ah, ich finde das hier ärgerlich, aber gut, dann ganz ehrlich, ist halt so. Ich meine, finanziell gesehen stehen wir ja doch recht gut da. Wir brauchen hier mal dringend neue Grasbündel, fällt mir gerade auf. So, erstmal unsere Liebe an alle bekunden. Ach, da ist doch... unser Baby-Entlein. So. Liebe ist verteilt. Denn Liebe ist für alle da. Das war's? So wenig Ausbeute für so viel Liebe? Boah, ihr seid fies. Oder liegen hier draußen jetzt auch Eier? Nee, ne? Aber Liebe habe ich doch an alle verteilt, oder? Nochmal gucken, nur zur Sicherheit. Jawohl. Liebe ist für alle da. Wunderbar. Das reicht für unseren Kleinen. Oh, wie süß der da liegt. So, ihr seht, heute ist Party-Time, denn heute ist das Eierfest. Das heißt, wir bearbeiten nur mal eben schnell... Ach ja, stimmt. Ja, ich vergesse es immer wieder. Seht's mir nach, bitte. Weil zwischen den Aufnahmen liegen gerne mal ein paar Tage. Da habe ich dann nicht unbedingt immer auf dem Schirm... ob ich die Ziegen schon am Vortag gemolken habe oder nicht. So nicht. Bist du denn schon erwachsen? Nein, du bist noch ein Baby. Alles klar, dann wird es auch noch keine Trüffel geben. So, das Eierfest hat angefangen, aber wir haben ja hier noch einiges zu tun. Ja, wobei einiges ist relativ. Leider ist noch sehr viel am Gären. Zack. So, dann machen wir halt unseren Käse hier fertig. Alles kein Problem. Und auf geht's zum Eierfest. Warum gehst du denn weg? Ach komm, als ob wir dich nicht gleich sowieso beim Eierfest sehen. Wir sammeln eben den Löwenzahn ein. Ich habe leider noch gar nicht hier diese Beeren an den Büschen gesehen. Schade. So, da geht die Eierparty los. Warte mal, können wir hier doch noch Samen kaufen? Erdbeersaat! Geil! Im Frühling, ja komm, dann holen wir uns davon nochmal. Und ein Plüscher, komm, den holen wir uns auch. Und... Moment. Ich will eine gerade Zahl haben, damit wir die Felder haben. Wir könnten 56 machen. Ach komm, wisst ihr was, wir haben so selten Erdbeeren, nehmen wir 80. Zack! Unsere Hände mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Alter, das klingt biologisch so falsch. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen goldenen Mais. Was bist du denn für ein Hähnchen, Freund? Grüß dich, Linus. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Grüß dich, Clint. Gibt's irgendwo noch mehr zu essen? Ah, da hat jemand Hunger. Ach, guck an, Pam ist doch da. Haha, ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Das wundert mich nicht, Schätzelein. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen.
Das verstehe ich allerdings, weil, mal Hand aufs Herz, welcher von den ersten Menschen, die Eier gegessen haben, kauft die glaubt, boah geil, dem Tier kommt was auf den Po, das esse ich jetzt mal. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nicht so einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. True Story. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Ach, wie putzig. Der gute Marlon Brando, mit dem wir so selten reden. Selbst mit meinen Beinproblemen verpasse ich nie ein Stadtfest. Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Mein Gott, aber du siehst aus, als würdest du regelmäßig welche essen und das ganze Protein abstauben. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rühreier, Schokoladeneier und so weiter. Ach, das ehrt dich, mein lieber Gast. Maru, grüß dich. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Jo, da bin ich 100% bei dir. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ja, Kinder freuen sich immer auf Feiern. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Ja, letztes Jahr haben wir ja beim Eierfest leider nicht gewinnen können. Mal schauen, ob wir es dieses Jahr schaffen. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ja, da bin ich bei dir. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ja, der ist ja auch verfeinert worden von Pam. Nein, noch nicht anfangen. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Ja, Eigenlob stinkt bekanntermaßen, ne? Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Ja, weil Eier eine verdammt leckere Sache sind, mein Lieber. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Yep. Auch da bin ich ganz bei dir, auch wenn es heutzutage ja traditionsmäßig in der Welt eher mau aussieht. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Na, ich glaube jetzt nicht so richtig, dass das unbedingt legal war. Oh, meine Nase. Schniefnase. Allergien. Und wie letztes Jahr, feel you, Bro. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Was heißt hier fast? Es ist doch eigentlich eine Schatzsuche, streng genommen. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ja, der Kerl weiß, wo er sein Protein herbekommt. Ich brauche das Protein für meine Beine, ja. Sag ich ja. Der kennt sich aus. So, dann sagen wir mal Jody hallo. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Und dann gehen wir zu unserer Freundin. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Kein Foto hier? So? Nee. Okay. Gut. Dann lasst uns Eier jagen. Während Aragorn sagte, lasst uns Orks jagen, werden jetzt Eier gejagt. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. So, kann's losgehen? Nun denn, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen. Gut. Da links sehe ich ein Ei, aber da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht dran. Nein! Oh, ist das mies. Ist das mies. Alter. Okay, das ist nicht unbedingt die beste Ecke zum Starten. 2 Eier. Ist da noch eins? Ja, 3. Habe ich doch richtig gesehen. Alles klar. 4. Muss doch noch ein bisschen schneller gehen. Da oben sehe ich noch eins. 5. 6. Da oben kommen wir natürlich nicht hin. 7. Hier haben wir, glaube ich, sonst keins mehr. Nein, verdammt. Oh Gott, ah! Ich brauche noch was. Das reicht doch niemals. Komm bitte. Ach, gerade noch das eine gekriegt. Aber ob das reichen wird, weiß ich nicht. Ich bin skeptisch. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauerste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Hihihihihi. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Na? Kopfgeburt! Whee! Es hat doch gereicht. Sehr geil. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Der Strohhut. Sehr schön.
Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, gerne. War lustig. Coole Sache. Haben wir endlich eine neue Mütze. Was? Nix fertig? Ach so, weil, ja, die Uhr ist zwar gesprungen, aber es ist nicht die tatsächliche Zeit vergangen. Macht ja soweit auch Sinn. Gut. Ah, das war jetzt dumm, hier anzufangen. Aber egal, dann haben wir halt doch das nicht genau gerade genutzt. Hauptsache, die Felder sind in Benutzung. Das wird sich früher oder später bestimmt sowieso ausgehen. Wir werden erstmal die Erdbeersamen überall verteilen. Und dann schauen wir mal weiter, was die Zukunft so bringt. Wir werden mal kurz in die Höhle schauen. Er sollte ja mit etwas Glück. Jo, Pilzchen sind fertig. Sehr schön. Sogar ein Pfifferling dabei. Köstlich. So, dann gucken wir auf dem Heimweg nochmal hier. Vielleicht ist ja jetzt doch Mayonnaise fertig geworden. Nope, leider nicht. Das war ein sehr unproduktiver Tag, muss man sagen. Aber ist ja nicht schlimm. Muss ja auch mal sein. Wer hatte das Feuer ausgemacht? So, ein weiterer Diamond ist fertig. Ach ja, wir haben ja noch unseren Bunny. So, wo kommt der hin? Ja, ich muss hier echt mal irgendwie platztechnisch was überlegen. Ich glaube, ich hau die Kiste bei Gelegenheit mal weg und woanders hin. So, dann ab in die Haier. Letzte Nacht hat Kusomo ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Hui! Nennen wir doch FOMO. Wusste gar nicht, dass sie schwanger war. Oder trächtig, wie man hier in der Tierwelt sagt. Ich hoffe zumindest, dass das allgemein der Fachbegriff für Schwangerschaften in der Tierwelt ist. So, wo sind denn unsere Pilze? Da sind unsere Pilze. Dann rein mit euch. Rein mit dem Diamond. Und ich würde sagen, weil wir doch so ein tüfter Farmer sind, wechseln wir mal den Hut zum Strohhut. Dich packen wir mal hier rein. Wir gucken erstmal, stimmt, bevor ich es wieder vergesse. Ah, die Königin der Soßen. Sehr schön. Was gibt es diesmal? Kartoffelpuffer. Etwas Einfaches, aber gleichzeitig Gutes. Du musst einfach nur ein paar Kartoffeln raspeln, ein wenig Salz hinzufügen und das Ganze in deinem Lieblingsöl bis zur Perfektion braten. Klingt einfach richtig? Nun, ich habe hier noch ein paar Tipps, um dir den Job noch weiter zu erleichtern. Toll, wusste ich auch schon. Hey! Aber ihr wisst ja, man will ja nicht meckern. So. Na, da kommen wir jetzt wieder nicht ran. Verdammt. Wieder mal, weil diese kleine freche Vogelscheuche im Weg ist. So. Mit der Bohnenernte sind wir dann fast fertig, wenn wir den Löres hier eingesammelt haben. Zack. So, da gibt es ein bisschen Müll. Feinstes Recyclingmaterial. So, sonst sieht es so aus. Ach, guck an. Ist ja doch noch ein bisschen was fertig. Ein bisschen ist gut. So, hier relativ viel Blumenkohl. Hm, einer ist hier vergammelt. Warum auch immer. Ah, Krähen, natürlich. Haben sich das wahrscheinlich einfach reingesnackt. Gut, dann erstmal überall Erdbeeren hin. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viel genau die Erdbeeren bringen. So, Moment, einmal. Zack. Gegossen. Harz haben wir jetzt gerade keins da, aber wir haben sowieso, glaube ich, noch Dünger. Dann holen wir uns eben den Dünger. Soll ja auch alles in Ordnung haben hier. Beziehungsweise wir gehen mal kurz hier schnell vorbei. Denn wir haben ja noch hier zwei Eier zum Verwursten. Immer noch nichts fertig. Meine Fresse. So, Dünger geholt. Hallo? Zack. Irgendwas wollte ich wegpacken. Ach, ich wollte den Müll zum Recycling geben. Ich entsinne mich. So, hätten wir das auch. Kann mich so langsam. Na, die Bäume, die brauchen halt so ewig lange zum Wachsen. Das ist leider der Nachteil daran. So, wir könnten... Ach komm, wisst ihr was? Dann machen wir das so.
Und jetzt haben wir noch genau ein Feld und wahrscheinlich können wir dann morgen hier den Blumenkohl ersetzen und schon haben wir alle Erdbeeren gepflanzt. Finde ich super. Machen wir so. Ist gekauft. So, Zeit, ein bisschen Liebe zu verteilen. So, alle lieb gehabt, sehr schön. Und rein hier. Und die Ausbeute sieht doch mal wesentlich schicker aus. Ach, vielleicht habe ich das Ei auch letztes Mal übersehen, was da hinter der Heizung lag. Das kann natürlich auch sein. Kann ich jetzt nicht ausschließen. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich krieg die Krise. Hier ist jetzt nichts, was ich wegschmeißen will. Okay, gut. Wow, ein lilanes Ei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann machen wir halt hier weiter. Packen schon mal Verkaufsmaterial weg. Stimmt, die Teller, die könnte ich auch schon mal wegpacken. Mache ich aber gleich. Erst sammeln wir das letzte Ei, holen die Milch und dann wird weiter verarbeitet. Ach stimmt, das war ja Wolle, war ja gar kein Ei. Entschuldigung. Ich habe mich vertan. So, einmal durchlassen. Danke die Damen, danke die Herren. So. Ja, von dir lecker Milch. So, von dir jetzt auch lecker Milch. Du hast jetzt auch wieder Milch für uns, das finde ich sehr gut. Oh, sogar große Ziegenmilch und unser Inventar ist schon wieder voll. Euer Ernst? Alter. Ey, so viele Inventarplätze und so wenig Platz. Ich sehe gerade, da ist noch ein Feld frei. Ja gut, dreimal gemolken und dreimal ein anderes Produkt rausbekommen, das ist natürlich schon hart, ne? So. Jetzt wird es aber hoffentlich reichen für den Rest. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wen wir schon gemolken haben und wen noch nicht. Okay, du hast gerade keine Milch. Du auch nicht? Ach, du bist noch zu jung, stimmt. Moment, hatte ich dich nicht? Okay, du hast auch keine Milch. So, du hast aber wieder Milch für uns. Das ist schön. Du auch. Und dann würdest du hier wahrscheinlich auch noch Milch für uns haben. Jawohl. So, du bist wahrscheinlich noch... Zählst du als Baby? Genau. Okay, dann hoffen wir, dass du uns bald ein paar Trüffel erbuddeln kannst. Aber wir müssen mal gucken, dass wir das Gehege ein bisschen erweitern. Das ist ja kein Zustand hier für unsere kleinen, aber feinen Racker. Die sollen sich ja auch ein bisschen wohlfühlen, ne? Und wie gesagt, wir brauchen jede Menge Grasbündel. So, dann nehmen wir doch mal zwei einzelne Eier, damit wir zwei Inventarslots freikriegen. Direkt mal zwei von epischer Qualität. So, ein verfeinerter Quarz. Das ist doch mal sehr nice. Wir können heute endlich mal hier die Bleirute wegbringen. Und wir könnten auch noch was ganz anderes machen. Oder wollen wir das wirklich schon heute machen? Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch unschlüssig. Nein, ich glaube, wir lassen es beim nächsten Mal. Dieses Jahr, für diese Folge hatten wir ja schon das Highlight mit dem Blumenfest. So, was ist das nochmal? Seltene Saat. Ach ja, stimmt. Ich entsinne mich dunkel. Wie viel Material haben wir denn? Können wir uns nicht noch ein paar Einmachgefäße machen? Können wir sogar tatsächlich. So. Das war schon wieder mit den Einmachgefäßen. Aber dafür können wir noch ein bisschen weiter verarbeiten. Wey! So. Hatte ich nicht gerade noch ein drittes? Hatte ich nur zwei gemacht? Moment, habe ich gerade eins in die Kiste gehauen? Alter, da sollte man meinen, ich pass auf, was ich hier tue. Komm, wir verwursten mal die beiden Kartoffeln hier. Ich gucke mal eben, ob das jetzt doch in der Kiste war oder nicht. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich glaube, ich hatte das Ding in der Hand und habe dann in dem Moment auf die Kiste geklickt. Nee, da ist es aber nicht. Gut. Dann halt nicht. Dann würde ich sagen, kaufen wir erstmal ein paar Grasbündel.
Wie gesagt, damit unsere große Herde auch ein bisschen was zu futtern hat. Grüß dich, ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister dieser Stadt. Mein Gott, wenn das mal nicht nach Korruption riecht. Damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät, ich zahle 120 Jahre an jeden Angler, der 4 Karpfen fängt. Viel Glück, Willy. Na gut, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich denke zwar nicht, weil ich eigentlich nicht vorhatte zu angeln. So, 12 Tage. Das wird knapp. Können natürlich auch nochmal wie ein Berserker Pastinaken holen, weil die wachsen ja schnell. 4. Wisst ihr was? Wir hauen mal wieder einige Kartoffeln raus. Nehmen wir erstmal 56. Ja, sollte reichen. So, ich habe das letzte Mal leider vernachlässigt. Oder was heißt vernachlässigt? Wir konnten es ja nicht machen. Nämlich nach unseren Reusen schauen, um zu gucken, was da drin ist. Zum Beispiel dieses wunderschöne Schneckchen haben wir dadurch verpasst. Molto dramatico. Wir haben schon wieder viel zu wenig Platz im Inventar. Komisch. Und das, wo ich es nicht leer mache. So, da haben wir noch was. Gemischte Saat. Haben wir überhaupt noch Platz für Korallen? Ja, ein bisschen Platz hätten wir tatsächlich sogar. Dann gucken wir auch mal. Der Vorteil bei den Sammelsachen hier ist, wir haben, wissen ja, welche Qualität es haben wird, da wir die Fähigkeit haben, dass alles epische Qualität hat. Heißt, wir werden für jedes neue Objekt nur einen Inventarslot brauchen und das finde ich super, ihr Lieben. Da kommt doch Freude auf beim Sammeln. Haben wir eigentlich, was brauchen wir denn noch im Community Center? Wie gesagt, letzte Aufnahme ein paar Tage her, die kriegen wir erst im Sommer und dich kriegen wir erst im Herbst bei Regen. Dann ist das Aquarium durch. So, hier müssen wir schauen. Entweder haben wir Rotkohl, der geht erst im Herbst. Stimmt, Straußhorn. Ich habe vergessen, nach Straußhorn zu gucken, wo man den herkriegt. Äpfel gibt es auch erst im Herbst. Ja, ich weiß, ich wollte da was nachgucken. Sorry, ich habe es verdrängt. Aber keine Sorge, wir klären das. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal unser Community Center fertig bekommen, ne? Damit die Community auch mal Community sein kann. Und alle nach Herzenslust schnacken können. Und quatschen. Und Tee trinken. Wahlweise hopfige Malzgetränke. Und Party machen und einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. So, wir verkaufen jetzt aber erstmal unsere Bleiroute, denn die nimmt uns schon die ganze Zeit Platz im Inventar weg. Und ich denke, wir schleppen die auch schon mehr als lange genug mit uns rum. Huhu, ein Meerrettich. Très chic. Gell, wir haben... Wach auf, wir haben einen Gast. Ja, 150, ja, das ist doch mal Ausbeute. Ja, ich glaube aber, wir brauchen hier erstmal nichts, ne? Nö. So, dann würde ich sagen... Nehmen wir die Abkürzung, sammeln vielleicht noch ein paar Steinchen ein. Wenn wir den treffen würden, natürlich. Das ist komischerweise Voraussetzung, um die Steine einzusammeln, dass man die Dinge auch trifft beim Aufschlagen. Halte ich für reichlich unintuitiv, aber gut. So, Gott sei Dank sind hier nur Steine, denn da haben wir noch einen Slot für frei. Den Kupfer und so lasse ich jetzt einfach liegen. Wobei, hier habe ich noch Gold gesehen. Das schnappen wir uns tatsächlich. Was Inventar voll. Oh, da war ein Stück Kohle drin. Komm, weißt du was? Die Schnecke kann weg. Weil das Gold, das wollte ich jetzt schon haben. Zack. So, und auf zur Bushaltestelle und Richtung Home Sweet Home. Wir gehen hier gleich nochmal zurück, denn hier hätten wir wieder Potenzial für wilde Saat. Und die sollen wir uns natürlich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Moment, ich sollte erstmal was wegpacken. Ich weiß auch schon was.
So, euch packe ich hier rein. Die Mayo packe ich da rein. Die Korallen packe ich da rein. Und wir packen noch unsere Wolle hier ins Spinnrad. Damit wir da schön ein feines Stöffchen rausbekommen. Ich habe vergessen, die Grasbündel zu kaufen. Ich Depp, toll. Ohne Mist, am Anfang der Folge so, ja, wir gehen jetzt in die Stadt, um Grasbündel zu kaufen. Was vergesse ich zu kaufen? Grasbündel, ja, GZ. Merkst du selber. So, dann hauen wir zwei Enteneier rein. Sind wieder zwei Inventarslots, die leer werden. Und ich würde sagen, wir sollten unsere Holzvorräte aufstocken. Die ja dann doch ein bisschen mager geworden sind. Steine rein, Kohle rein. Ja, die Eier, die brauchen wir später noch. Wir könnten auch wegen dem Zaun mal gucken. Wir wollten ja sowieso das Gelände erweitern. Wo in dem Moment du warst. Hier oben, ne? Ja, würde ich doch mal meinen. So, und wir können tatsächlich nochmal eine wilde Saat machen. Ach, wir haben unseren kleinen Mensch. Also vergessen haben wir den ja nicht, aber haben den halt erst ein bisschen später gestreichelt. Ich hoffe, das ist okay für dich, Kleiner. Ist hier vielleicht was fertig in der Zwischenzeit? Nein. Oh, ey, wie lange die Sachen zum Einlegen brauchen. Also gefühlt ist das gerade eine Ewigkeit. Ich weiß auch nicht. Vorher so rein vom subjektiven Gefühl her habe ich da täglich was rausgeholt und jetzt schon zwei Tage gar nichts. Gut, wobei wir halt einfach diesen einen Tag hatten, ne, wo das Fest war, der entsprechend wesentlich kürzer war. Von der reinen Spieldauer her. Jetzt nicht von der Uhrzeit her, sondern von der reinen Spieldauer. Da gilt dann ja leider immer eine andere Zeitmesse. Also was heißt leider? Es ist einfach so, ne? Es liegt halt in der Natur der Sache. Und das ist dann ja auch erstmal soweit okay. So. Einer kommt rein und zack und zack. Her mit der Saat. So. Platz haben wir aber gerade nicht zum Aussehen. Es sei denn, wir würden ein neues Feld eröffnen. Habe ich aber jetzt gerade noch keine Lust drauf, offen gesagt. Ne, wir machen das, was wir machen wollten. Wir gehen ein paar Bäume schlagen. Ah, ist ja schon wieder einiges nachgewachsen hier. Von daher mehr als genug Potenzial für uns. Oh, da links ist ja jede Menge. Meine Fresse. Irgendwie, also ich möchte die kleinen Bäume hier nicht weghacken, weil ich das einfach verschwenderisch finde. Aber irgendwie nervt mich das total, dass sie teilweise so einfach mitten im Weg stehen. Und man deswegen erstmal einen riesen Bogen drum machen muss, weil die natürlich alle mal genau neben den bisherigen Bäumen wachsen. Gut, kann ich ja auch nachvollziehen, dass so ein Kiefernzapfen jetzt nicht gerade 30 Kilometer vom Wind davongetragen wird. Aber trotzdem ist es. Es macht das Ganze ein bisschen mühseliger, muss ich jetzt einfach mal so sagen. So, hauen wir mal lieber von ein bisschen links drauf. So, wir könnten hier mal. Ups, jetzt habe ich ein paar Jünglinge unter den Bäumen gekillt. Aber sorry, ich will hier einfach ein bisschen mähen. Damit wir nicht vom Heu fallen. So, ich hoffe, das fällt jetzt auch richtig hier. Naja, da ist jetzt ein bisschen was unerreichbar. Okay, das heißt, das ist kein abgeschlossener Rand, wo Sachen nicht hinfallen können. Deswegen nicht zur Kante hin. Wieder was gelernt. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir erstmal nur ein paar Kiefernzapfen fällen müssen, weil das driftet ja hier schon fast in eine reine Monokultur ab, weil hier so viele Kiefern stehen und einfach kaum andere Bäume. Gott sei Dank nicht gar keine anderen Bäume, sondern einfach nur kaum, aber naja, ein bisschen Artenvielfalt wäre schon geil für Mutter Natur, ne? Und guck an, haben wir noch was fertig? Ist das Ahornsirup? Ich glaube, ne? Stimmt, hier links gucke ich viel zu wenig. Da ist nämlich noch was. Ahornsirup, jawohl. Und Eichenharz. Und, hallo?
Und Inventar voll ist auch fertig. Das ist doch mal super. So, Kiefernteer. Stimmt, wir brauchen doch das Eichenharz für die Fermentierfässer, ne? Genau, da brauchen wir Eichenharz. Dann würde ich sagen, sollten wir doch die Gelegenheit nutzen und direkt nochmal ein Fass aufstellen. Da können wir nämlich direkt noch was verwursten. Und leider, ich befürchte, unsere Ausbeute wird heute mehr als schwach. Ich muss es leider wirklich so sagen, es wird einfach schwach. Yep. Ach, ein Kupferbarren war es. Wie kam ich nur auf einen Goldbarren? So, dann würde ich sagen, hauen wir schon mal was in die Verkaufskiste. Ich werde gleich nochmal gucken. Ich habe jetzt noch die leise Hoffnung, dass vielleicht doch noch einige Waren fertig geworden sind in der Zwischenzeit. Legt dafür aber jetzt gerade nicht unbedingt meine Hand ins Feuer. Egal, wir schauen einfach mal. Dann werden wir es sehen. Ah, leider nicht. Schade drum. Aber immerhin haben wir noch ein bisschen Käse fertig bekommen. Ein bisschen Mayonnaise. Gut, dann gehen wir heute wenigstens nicht ganz leer aus und bringen zumindest ein paar Taler mit ins Bett. So, dann verticken wir mal. Zack, zack. Den Ahornsirup behalten wir, aber der Käse kommt weg, die Mayonnaise auch, der Käse und Mayonnaise. Wir haben noch was vergessen, was war denn da noch? Genau, der Stoff. Na, wobei, den behalte ich. Dann können wir nämlich unserer Freundin ein Geschenk machen. Man will ja auch gucken, ne, kleine Geschenke halten die Freundschaft. Und sind sogar auch gut für eine Beziehung, habe ich mir sagen lassen. Wir können auch hier die Goldklumpen reinpacken. Ich guck nochmal, vielleicht haben wir ja noch Glück und die Mayonnaise ist noch fertig geworden. Ich glaube zwar nicht, aber... Na, wir schauen einfach nochmal schnell. Nope, leider nein. Aber ach, guck an, wir haben da ganz vergessen, was reinzumachen. Machen wir Bohnensaft. Für eine wundervoll erfüllte Verdauungsflora. Gut, dann... Ja, würde ich sagen, müssen wir trotz der geringen Ausbeute jetzt mal so langsam Bubu machen. Gute Nacht, kleiner Salem. So, gute Nacht, liebe Zuschauer. Wir schauen nochmal auf unsere kleine, aber feine Ausbeute. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. Immerhin sind wir bei 9104 angekommen. Okay, war jetzt doch nicht so wenig. Finde ich gut. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski.